Wenn denn Herr Lindner mal rauskommt aus dem Make-up-Studio, nicht wahr? Er kann ja nicht schön genug sein. Na, gucken wir mal nach, nicht wahr? Da gucken wir mal nach. So, Sie dürfen gerne hier noch etwas Hand anlegen, die Haare nicht zu weit links, sonst heißt es wieder Nähe zur Wagenknecht. Und die Haare ein bisschen oben verwuschelt, sie waren teuer genug. Ja, das gibt mir Dynamik. Ich mache es selber. Lassen Sie es gut sein. Ich muss sowieso noch meinen Text üben. Also, ich werde sagen, wir die FDP, ich die FDP, ich habe die Wahl gewonnen. Und zwar im Vorfeld, meine Damen und Herren. Wir die FDP, wir sind die Lücke, in die sich Deutschland zurückziehen kann. Das ist sehr gut. Macron, der muss unbedingt rein. Macron hat doch seine Wahl nur gewonnen, weil er aus dem Nichts kam. Vor 3 Jahren kannte ihn niemand, so wie die FDP. 4 Jahre lang niemand kannte im Deutschen Bundestag. Wir, die FDP, wir sind das Nichts. Und das Nichts wird schneller gewählt, weil man von ihm keine Vorstellung hat. Hervorragend. So wie man auch keine Vorstellung hat, wie Wirtschaft und Politik zusammenhängen. Wir, die FDP, wir sind die Kombination von Wirtschaft und Politik. Gerd Schröder, der hat es kapiert. Ja, der hat es kapiert. Der war als kleiner Bundeskanzler in der Politik Laufbursche für die Wirtschaft und hat jetzt ungeahnte Aufstiegsmöglichkeiten bei Gazprom und Rosneft. Das muss unbedingt rein. Bei Gazprom und Rosneft. Das wird ihm kaputt gemacht, weil man wegen Demokratie und Menschenrechten diesen Zusammenhang leugnet zwischen Wirtschaft und Politik. Nein, meine Damen und Herren, ich sage, wir brauchen mehr Jobs bei Putin. Lasst uns die Sanktionen beenden. Hervorragend. Denn die Krim ist nur ein dauerhaftes Provisorium. Ein Aufschrei. Ja, ja, ja. Die DDR war 40 Jahre lang ein dauerhaftes Provisorium. Und wer hier sagt, meine Damen und Herren, die Krim ist dauerhafter Völkerrechtsbruch, dem sage ich auch dauerhafter Völkerrechtsbruch. Kann ein dauerhaftes Provisorium sein? Nein, meine Damen und Herren, das ist doch das, was Wladimir Putin so wunderbar gesagt hat. Ja, sagt er, die Krim war immer russisch. Wir haben sie ihm so verschenkt. Na, was hättet ihr gesagt? Dass wir, wenn wir euch beschimpft hätten, als ihr euch 1990 die DDR unter den Nagel gerissen habt, gebt uns Ostdeutschland zurück, dann könnt ihr von mir aus die Krim haben, sagt doch Putin. Das hat er doch gesagt. Er hat gesagt, Frau Merkel ist doch wahrscheinlich froh, dass wir uns die Krim genommen haben. Ich meine, sie hat mir bereits im Austausch für die Krim Teile von Ostdeutschland angeboten. Ich meine, es war Dresden wegen seiner Pegida. Ja, ja, ich bin nämlich auch ein guter Imitator. Bitte, bitte, naja, ein bisschen kokettieren darf man doch. Manchmal bin ich so gut, dass ich gar nicht weiß, wer aus mir spricht. Ah, ein Geschenk von Wladimir als Wertschätzung für meine Arbeit. So, das hat jetzt Spaß gemacht.